Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt wieder eine Folge Dead by Daylight. Es ist wieder eine Folge oder eine Runde aus einem Stream vom 17. November, glaube ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, wie immer, wenn ich wirr rede und ihr nicht wisst, wovon ich spreche, ich interagiere natürlich mit dem Chat. Deswegen sage ich manchmal vielleicht Sachen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht eine komplette Folge Dead by Daylight. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke. Yay, was ist? Guck mal, das Spiel hat auf uns gehört. So, letztes Mal Hawkins wahrscheinlich. Das verkacken wir jetzt so richtig. Franzi macht das auch gerne. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mich dann vor das Fenster stelle und da reinstarre. Aber so, wenn ich im Bus sitze und an den Häusern vorbeifahre und die haben Lichtern und keine Gardinen, ja, natürlich gucke ich dann mal da kurz rein. Also, wer macht das nicht? Ist okay. Seht ihr? Immerhin seid ihr alle ehrlich. Das freut mich. Achso, und Suki, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe vorhin vergessen, gute Besserung für deinen Rücken zu wünschen. Ich wünsche dir natürlich, dass das wieder wird. Rückenschmerzen sind richtig ätzend. Mit Fernglas? Nee, also Nico, wir müssen es ja nicht übertreiben. Ein Fernglas packe ich dann nicht auch noch aus. Ich kann an den Film Das Leben der Anderen. Ich muss halt leider sagen, dass ich mit Filmen gar nicht so viel anfangen kann. Ich bin filmtechnisch eher raus. Egal um welchen Film es geht, wenn ich gefragt werde, hast du den gesehen? Habt ihr den kleinen Flitzer gesehen? Der campt hier rum. Das war schlecht. Ich dachte, die geht dort hinten lang. Verdammte Axt. Hä? Wo habt ihr den Trick gesehen? Was denn das? Den Killer kenne ich so gar nicht. Das sind die Zwillinge. Das sind Charlotte und Victor. So, und wie du gerade gesehen hast, Victor kann man wegtreten, wenn er irgendwo steht. Und Victor kommt aus seiner Schwester und kann dich anspringen. Dann hast du ihn manchmal auch auf deinem Kopf sitzen. Und solange Victor aktiv ist, schläft Charlotte. Ja. Dann steht sie da und schläft. Yeah.
Alle dachten, sie kommt her. Das Mori ist toll. Ich glaube, das Mori habe ich entweder noch nie oder vielleicht einmal gesehen. Kann ich mich gar nicht so genau daran erinnern, an das Mori. Ich weiß auch nicht. Es gab die Frage, ob es zwei unterschiedliche Moris gibt, je nachdem, ob sie gerade mit Victor oder mit Charlotte unterwegs ist. Aber da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mal die Antwort. Schämlich. Es gibt zwei unterschiedliche Moris, okay? Ich glaube, wir müssen mit retten gehen. Wahrscheinlich campt sie mit Kitor. Mal die halbe Taschenlampe leer ge... Naja, ich kann das mit den Taschenlampen nicht. Bitte verzeiht. Ja, ich muss auch sagen, so Mittwochmorgens spielen ist DBD jetzt nicht so schön. Also... Na, bleib stehen. Was denn? Warum... Sie wollen in ihren komischen Kreis der Heilung. Victor geht dem Blut hinterher. Victor sieht übrigens ja auch keine Blutspuren. So, oben der Gen war an, oder? Wo haben wir denn jetzt hier noch ein... Oh, Keller. Wo haben wir denn jetzt hier noch einen Generator? Den Totem. Okay. Irgendwie mag ich Victor. Ich finde den auch cool. Aber nervig. Aber cool. Aber nervig. Aber auch cool. Wir haben nur noch einen Gen zu machen. Ist jetzt eine gute Quote. Jetzt lassen sich alle verletzen. Das ist nicht so eine gute Quote. Das ist genauso wie Overwatch oder Battlefield vor dem Abend zu spielen. Entweder hast du nur Hardcore-Spieler oder Kiddies, die zu Hause sitzen. Ja. Also ich muss sagen, normalerweise. Also... Am Abend, unter der Woche, finde ich DBD angenehm. Aber am Abend, am Wochenende wird es anstrengend. Mori! Ist kein Schrank. Wird gerne in den Schrank. Falls sie hier gucken kommt. Am Wochenende dürfen die Kiddies auch länger, ja. Ich bin raus. Tschüss.
Ich warte Blutwächter ab, you know. Ihr wisst, wir haben gerade gegen Freddy gespielt und er hatte Blutwächter und wir sind gestorben. Nicht wegen Blutwächter, aber weil wir gestorben sind, aber... Und es tut mir echt leid, aber ich werde bei Nöd jetzt nicht retten gehen. Please hate me, aber es war wahrscheinlich meine letzte Runde auf dieser Map und ich bin raus. Danke, Nico. Danke, danke. Ein Müsli ist mittlerweile auch Matsche. Naja. Ja. Punkte technisch schon knapp. Schwach.